Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und ja, heute wieder mal ein ganz besonderes Video. Und zwar geht es um das neue Update. Nämlich ist die 1.2 rausgekommen, wie ihr da oben seht. Beziehungsweise kommt diese Version morgen raus. Ich benutze gerade das Pre-Release für die 1.2 sozusagen. Aber das ist ja genau das gleiche. Und heute ist der 29.02.2012. Diesen Tag gibt es übrigens nur alle 4 Jahre. Schon allein ist das hier ganz besonders. Und ja, morgen am 1.03. wird dann wahrscheinlich ja, ein Minecraft-Launcher stehen, dass man ja, auf die Version 1.2 updaten kann, falls man das so sagt. Gut, ich werde euch in diesem Video ein paar Änderungen zeigen und dann hoffe ich mal, dass ich nichts oder kaum was vergesse. Allerdings werde ich mich auch nur auf die wichtigsten Sachen beschränken, sage ich mal. Und ja, das Wichtigste überhaupt, würde ich sagen, könnt ihr schon sehen. Und zwar bin ich hier sehr, sehr hoch über dem Boden. Und zwar auf der Höhe 256. Das heißt, die Bauhöhe wurde erhöht und zwar um ja, genau 128 Blöcke. Stimmt das? Ja. Also doppelt so hoch wie vorher. Und ja, das müssen wir erstmal genießen. Da ist ein Dorf. Da ist schon was anderes Neues, wozu ich gleich kommen werde. Und ja, hier seht ihr auch schon neue Blöcke. Das sind, ja, wie heißen sie? Circle Stone Bricks, glaube ich. Und ja. Oh nein. Super. Ja, da sieht man mal, wie lange so ein TNT-Turm braucht, um auf den Boden aufzuschlagen bei dieser Bauhöhe. Ziemlich cool auf jeden Fall. Gut, wir machen direkt weiter. Hier ist ja, das neue Dschungelgebiet. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Total grün alles. Total grell. Diese Vines oder Lianen wurden ja schon früher hinzugefügt. Allerdings kann man jetzt ja, an ihnen hochklettern. Und das funktioniert nicht einfach so, wenn die hier in der Luft schweben, sondern nur, wenn sie gegen einen Block wachsen. Und ja. Das funktioniert genauso wie Leitern, nur dass Lianen keine Hitbox haben. Das heißt, ja, was heißt das, dass man hier einfach durchlaufen kann, normalerweise, ohne sie zu berühren, ohne stecken zu bleiben. Dagegen haben Leitern aber wieder eine Hitbox, wie das in der Version 1.0 und allen früheren Versionen war. Das heißt, wenn ich hier gegenlaufe, dann bleibe ich stecken und auch wenn ich oben drauf gehe. So, dann kann ich drauf springen. Ziemlich cool, vor allem für Adventure Maps und sowas. Gut, dann werde ich jetzt mal versuchen, einen Ocelot zu finden. Das ist ein neuer Mob in der 1.2. Aber ja, ah, Mist, ein Huhn. Dafür werde ich mich schon mal rohen Fisch nehmen. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, so ein Ding zu finden und vor allem dann auch zu zähmen. Ah ne, da ist ja schon eins. Komm her. Und zwar sind die Dinger ziemlich scheu. Und man muss sich langsam heranpirschen. Gut, und dann haben wir so eine Katze. Die können wir einfach rechts klicken. Und dann steht sie auf, läuft uns hinterher, genauso wie Hunde. Und ah, können wir vielleicht schon direkt sehen, was passiert, wenn ein Huhn in der Nähe ist. Und zwar ja, greifen die Katzen
die hier nur einfach an. Genauso wie das mit Wölfen und Schafen ist. Und ja, ihr hört dieses Bluppen schon die ganze Zeit. Und das kommt von der Lava, die hier irgendwo ist. Hier muss sie sein. Das wurde auch noch hinzugefügt. Ein neuer Sound für die Lava und das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Nur ich finde es jetzt gerade nicht, ist aber auch egal. So, ich werde die Katze jetzt erstmal hier lassen. Oder werde ich das? Nein, ich zeige euch erstmal, was passiert, wenn ich jetzt mal ein paar Mobs spawnen lasse. Beziehungsweise einen Creeper. Genau, nichts. Hallo? Ja, da seht ihr es, er läuft nämlich weg von der Katze, weil er ja total Angst davor hat. Genau, jetzt funktioniert's. Gut, dann muss ich mal eben auf meinen Spickzettel gucken und dann bereite ich schon mal ein bisschen was vor. Wir sehen uns gleich. So, ich befinde mich hier in einem Dorf. Und ja. Boah, ich muss jetzt erstmal diese Katze hier irgendwo hinstellen. Ja, ihr seht, hier sind gar keine Dorfbewohner draußen. Und woran liegt das? Es wird Nacht. Und ja, bei Nacht kommen ja gewöhnlich die ganzen Mobs hier, beispielsweise Zombies. Ich muss kurz den Sound ein bisschen leiser machen. Oder bei euch wird er wahrscheinlich nicht mal laut sein. Ich habe, glaube ich, meine Lautstärke nur ein bisschen zu leise. Ja, und die Zombies, die versuchen, die Dorfbewohner anzugreifen. Und ja, wenn ich jetzt mal auf Hard stelle, dann schaffen sie es auch und brechen die Türen durch. Ja, und dadurch wird es schwierig für die Dorfbewohner, auch wenn die Zombies ein bisschen dumm sind. Ach, die laufen auch weg, wusste ich gar nicht. Okay, die Zombies sind wohl ein bisschen zu lahm. Dann zeige ich euch noch eine Neuerung. Und zwar gibt es ein Gegenmittel gegen diese Zombie-Invasion. Und zwar sind das Eisengolems. Die spawnen auch so einfach in den Dörfern. Allerdings wurde das seit der letzten, so dem letzten Snapshot ziemlich gefixt. Das heißt, jetzt spawnen die nur noch extrem selten. Man kann sie aber auch selber bauen. Und ja, wenn ich jetzt hier mal einen Zombies, wow, spawnen lasse, dann wird er direkt auseinandergenommen. Der hier ist immer noch vorbei. Vorbei, was habe ich gesagt? Dieser Zombie läuft dem Dorfbewohner immer noch hinterher. Ah, jetzt wird's gut. Ja, der rettet die alle. Ach, cool. Gibt's auch einen neuen Sound. Aber die Dinger sind ziemlich stark, haben ziemlich viel Leben. So, und dann bin ich mal hier in die, ja, in den, was in das Haus hier reingehen. Also nur bei den Schmieden gibt es diese Kisten. Und da sind, ich glaube, immer zwei Diamanten drin. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein paar coole Sachen. Und ja, dann werde ich jetzt hier mal ein kleines Labyrinth aufbauen und euch etwas über die Mobs noch erzählen. Und zwar stelle ich mich jetzt mal hier hin, tue da Lava rein in dieses Loch. So. Und lass einen Zombie spawnen. Und ich bin total schlau.
Ach, ich glaube, den muss ich mal aus der Welt schaffen. Ja, der lässt Eisen und Rosen fallen. Mit den Rosen symbolisiert er auch Frieden gegenüber den Dorfbewohnern. Und ja, ich schaue jetzt mich an den Zombie rein, mache ihn aggressiv auf mich und ja, normalerweise würde er früher einfach hier langlaufen, aber jetzt tut er dies nicht. Sondern er läuft direkt ins Feuer. Nein, er ist eben schlau genug, um seinen Weg zu finden und läuft einfach hinten rum. Das Ganze klappt allerdings, ah doch, auch fürs Skelette. Das heißt, so gut wie alle Mobs haben jetzt dieses neue AI-System. Ich weiß nicht genau, ob man es ausspricht oder ob es grammatikalisch richtig ist. Creeper, oh. Okay, bei Creepern funktioniert es nicht. Und dann haben wir noch was Neues, und zwar ja, können wir Wölfe ja erstmal tamen, das ging ja schon früher. Und anschließend können wir sie sogar breeden. Das geht erst seit ja, seit der 1.2. So, komm schon. Spaß. Knochen brauche ich natürlich. Es wird alles schon so viel, da kommt man ganz durcheinander. So. Dann nehme ich noch den hier. So. Versetze ich die beiden in Love Mode. Und ja. Ein kleiner süßer Hund kommt raus. Und das Ganze funktioniert. Funktioniert das auch mit Katzen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, die können wir auch alle füttern. Normalerweise. Jetzt nicht. Und ja, was gibt's noch Neues? Es gibt neue. Genau, ich komme jetzt mal zu den Items und Texture. Texturveränderungen. Und zwar gibt es neue Dispenser-Texturen. Sahen früher anders aus. Und vor allem neue Blöcke und Items. Die werde ich mir jetzt mal zusammensuchen. Bis gleich. Da laufen sie alle weg. Zombie-Invasion. Wir müssen wieder einen Helfer bauen. Und da war eine Lichtbug mit dem Hund. So, was haben wir jetzt da? Gut, bis gleich. So, noch ganz kurz zu den Dörfern. Also, es wird gerade hell und die meisten Dorfbewohner sind eigentlich in ihren Hütten oder in anderen Hütten. Hier müssen jetzt ein paar mehr drin sein. Ja, weil die eben. Oh, und der Hund. Weil sie eben vor den Zombies fliehen. Und ja, wenn es hell wird, dann gehen sie aber alle wieder raus. Und ja, wenn es wieder dunkel wird, dann gehen sie alle wieder in ihre Hütten rein. Ja, das werdet ihr jetzt gleich bestimmt mitbekommen. Dann laufen sie alle wieder hier draußen rum. Und ja, ich zeige euch ein paar neue Sachen. Zum Beispiel können wir Spawn Eggs in Dispenser packen. Nehme ich jetzt mal Slimes. Und ja, per Redstone-Signal werden sie dann ausgespuckt. Und ja, das ging vorher nicht. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, zum Beispiel für Adventure Maps. Dann gibt es diese Enchantment Bottles. Bottle-O-Enchanting. Ja, die lassen einfach Experience
oder Erfahrungspunkte fallen. Die kann man dann aufheben. Wäre vielleicht auch ganz interessant für Adventure Maps. Dann, was sehr, sehr cool ist, man kann jetzt Treppen und Half-Slabs verkehrt herum platzieren. Normalerweise ist das hier immer so, ganz normal, Treppen. Wenn wir jetzt aber einen Block über uns haben und eine Treppe dran machen, dann sieht das Ganze so aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Da wird man richtig schöne Häuser mitbauen können. Das gleiche müsste mit Half-Slabs funktionieren. So, genau. Sehr, sehr cool. Dann kann man auch richtige Treppen damit machen. Die sehen dann auf jeden Fall ziemlich cool aus. So, und dann immer weiter nach oben. Okay, dann haben wir das hier. Das ist, ja, das nennt sich Fire Charge. Und das können wir einfach in den Dispenser rein tun. Warten, bis sich irgendwas vor uns bewegt. Nehmen wir einfach mal ein Schwein. Das können wir abschießen. Und es fängt an zu brennen. Auch für Adventure Maps ziemlich cool oder für Fallen. Was auch immer. Genau, und das letzte, glaube ich, was ich euch zeigen werde. Wird das letzte sein? Ich weiß nicht genau. Oder ich zeige euch kurz was anderes, bevor wir das machen. Und zwar, ah, genau. Redstone Lamps. Dann nehme ich mal den Enchantment Table. Und muss ich kurz mal durchgucken. Das hier nehme ich mir. Das hier haben wir auch schon da. Ja, ich würde sagen, danach war es das. So. So, also Redstone Lamps. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Da kann man einfach ja diese Lampen so platzieren. Kann sie mit Redstone aktivieren und sie fangen an zu leuchten. Das wird auf jeden Fall für Häuser sehr cool sein. Kann man auch auf ziemlich ja, wenig Platz kann man coole Lampen machen, erstellen, bauen. Ging ja früher nicht so gut, da muss man diese Block Swapper machen. Und hiermit geht es auf jeden Fall richtig cool. Damit wird man auch coole Anzeigen machen können, diese Seven Segment Displays. Und ja, mal sehen, was man so alles damit machen kann. Dann gibt es was Neues für den Creative Mode. Da nehme ich mir zum Beispiel ein Steinschwert. Und ihr seht, ich habe keine Level. Kann hier aber jedes beliebige Level enchanten. Ich könnte jetzt noch Bücherregale drum machen, aber dazu bin ich jetzt zu faul. Also ich könnte hier bis Level 50 gehen, obwohl ich eben kein Level habe. Auf jeden Fall ziemlich cool. So, dann gibt es neue Mob Drops. Wenn ich zum Beispiel ein Skelett töte, dann besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es Bögen oder auch enchantete Bögen fallen lässt. Das gleiche gilt für Zombie Pigmans. Nur lassen die Goldrüstungen und Goldtools fallen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann, was war das noch? Noch ein Mob lässt diese besonderen Sachen fallen. Ich habe nur gerade vergessen. Guckt ihr am besten selber nochmal nach, wenn euch sowas interessiert. Und ja, dann kommen wir zu den Cobwebs. Das kann ich jetzt im Creative Mode schlecht zeigen, aber angenommen, ich falle jetzt von hier runter, dann werde ich hier abgebremst und normalerweise würde man, sobald man den Boden berührt, ja, Schaden nehmen. Das passiert jetzt aber nicht mehr. Wie gesagt, kann ich jetzt schlecht zeigen. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich cool, wenn man ja irgendwo mal in einem Cave runterfällt und dann glücklicherweise auf sowas fällt. Und ja, zu allerletzt etwas auch sehr cooles. Ich baue jetzt zwei Doppeltüren hin. Mach mir eine Druckplatte davor, beziehungsweise zwei. Lauf drüber und ja.
Sie öffnen sich beide gleichzeitig. Das war früher nicht so. Auf jeden Fall auch eine sehr coole Neuerung. Allerdings, wenn ich jetzt nur. Genau, er hat es schon vorgemacht. Wenn man jetzt nur eine berührt, dann geht auch nur die jeweilige Tür auf. Das kann man auch. Ja, das kann man ganz einfach fixen. Mit Redstone werde ich ein ganz kurzes Tutorial machen, sag ich mal. Aber ich denke mal, das wird sich fast jeder denken können, wie das geht. Und zwar, boah, komm, setz hin. Macht man das einfach so. Also man zieht die Redstones von den Platten hier nach oben. Ja, dadurch bekommt diese Tür beispielsweise auch Power, wenn wir jetzt hier drauf treten. Ganz einfach und man sieht auch nichts davon. Allerdings darf man dann hier nichts mehr hin tun. Also, okay, kannst auch so machen. Dann ist das Ganze eigentlich ziemlich gut. Ja, ist jetzt nur schnell hingeklatscht. Und ja, wo ich gerade dabei bin, fällt mir noch was ein. Und zwar kann man nun wieder Redstone auf Glowstone packen. Das ja, ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Allerdings gibt es noch was anderes, was neu ist. Und zwar, ich glaube, das klappt so. Wenn ich jetzt da Redstone habe und da Redstone habe und das jetzt mal aktiviere. Okay, dann klappt es nicht. Hätte ich jetzt erwartet. Dann war das irgendwie anders. Genau, ich glaube. Ah, Mist, jetzt habe ich es weggetan. So. Ich glaube, das hier funktioniert trotzdem nicht. Das heißt. Genau, das heißt. Glowstones leiten Redstone immer noch nicht. Und damit lassen sich, ja, mit diesen zwei Eigenschaften lassen sich halt ziemlich coole Sachen machen. Ich muss jetzt nur kurz rausfinden, wie das nochmal war. Ich glaube so. Genau, das müsste jetzt eigentlich durchgehen bis oben. Genau. Und dadurch kann man beispielsweise. Ja, dieses. Ja, also vertikal nach oben gehen, ohne irgendein Delay zu haben. Auf jeden Fall ziemlich cool. Zack. Der war gut. So. Und viele coole andere Sachen. Zum Beispiel habe ich einen coolen Aufzug gesehen, den man so machen kann. Der ist auf jeden Fall sehr kompakt. Ja, und das wirklich allerletzte, was ich euch jetzt zeigen werde, ist, dass man Sachen auf Glas platzieren kann. Zum Beispiel Redstone Torches. Schalter gehen, glaube ich, nicht. Nee. Aber normale Torches gehen. Damit kann man bestimmt auch einiges Cooles bauen. Und ja, dann war es das mit meiner kleinen Zusammenfassung. Ich hoffe, ich habe so viel wie möglich genannt. Es gibt übrigens noch. Diese Saplings für die Mammutbäume. Und ja, es wurden einige Bugs gefixt. Gibt viel, ja, es gab ziemlich viele Bugs, auch in den einzelnen Snapshots. Und ja, sehe ich noch was? Nee, ich glaube nicht. Die Quelle, das heißt, wo ich das Ganze her habe, werde ich euch jetzt noch in die Beschreibung packen. Könnt ihr einfach mal auf den Link klicken und euch alles angucken, was geändert wurde. Ich habe jetzt nicht wirklich alles gesagt. Es gab ja ein paar Sachen, die man einfach nicht erwähnen muss. Zum Beispiel, dass es ja, neue Geräusche gibt für was auch immer. Ne? Gut,
Gut, dann war es das jetzt wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.